das hebe ich nicht auf. Guck. Da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt. Sie ist fertig. Flucht von Monkey Island. Monkey Island 4. Escape from Monkey Island. So. Ups, Verzeihung. So, jetzt ist die Frage. Stimmt. Ich weiß, was ich probieren wollte. Wir waren ja bei diesem brennenden Schiff. Ich hatte ja die Vermutung, dass dieses Bild da oben, dieses Wachsbild, dass man das in dem Feuer hier, dass da die Karte sichtbar wird. So. Ne, ich wollte doch mal nur einen Speicherplatz vorher laden. Den Pinsel mit. Kriegen wir das dahin, dass die Flamme hinten in der Küche endet? Was ist das? Die Boote! Sie stehen still! Oh, ich verschwinde besser, bevor er sieht, was ich angerichtet habe. Na, renn doch mal hier rein. Es ist das Problem. Irgendein Schlauberger hat herumgespielt. Elf moi, ich muss die Übeltäter finden. Nein, hör mal auf. Ich muss die Übeltäter finden. Nein. Das ist doch vollkommen verkehrt, das Ding hier. Dann muss er irgendeinen Sinn ergeben mit dem brennenden Boot dort. Was ist das? Die Boote! Sie stehen still! Oh, ich verschwinde besser, bevor er sieht, was ich angerichtet habe. Was zum Eifel? Es ist das Problem. Irgendein Schlauberger hat herumgespielt. Elf moi, ich muss die Übeltäter finden. Kann ich mit dem reden? Voilà, sie ist fertig. Ups, Verzeihung. Ach so, kann ich wieder nehmen. Verwende Pinsel. Hier muss nichts bemalt werden. Ja, irgendwas muss doch mit dem brennenden Boot sein. Also was haben wir alles einstecken? Das Boot vor den seiner Nase dort hinten. Oh Mann. Traumschiff.
Rahmen, Pinsel in. Ach verdammt. Ist da was? Oh mon Dieu, nicht schon wieder. Mann. Oh oh, ich verschwinde besser, bevor er sieht, was ich angerichtet habe. Sacre bleu, ich verstehe nicht. Warum fahren die Boote nicht? Was sind das für Pinsel? Das passt nun wirklich nicht zusammen. Das passt nun wirklich nicht zusammen. Irgendwas. Das passt nun wirklich nicht zusammen. Er kommt doch gleich wieder. Ich möchte mir meine Hose nicht mit einem Topf mit irgendeiner Fischpampe. Fu, was machst du in meiner Küche? Ist das hier nicht die Toilette? Raus, raus, raus! Ja. Wo ist das? Ich muss das Ding doch dauerhaft zum Stehen kriegen irgendwie. Das dauert jetzt. Das dauert mir sonst zu lange. Warte. Escape hier. Was? Und den Stift-Ticket. Wenn das Lure aber angefangen. Angefangen, warte so lange, bis es kurz vor dem Bild ist. Naja, habe ich ja. So, blockierter Antrieb in Pinsel. Der Koch füllt rasch den Krog in den Tank. Okay. Nein. Also der Gedanke war schon richtig, den ich hatte. Aber. Was ist das? Die Boote! Sie stehen still! Jetzt müssen wir uns nicht beeilen, das ist genau das, was ich gedacht habe, aber. Ja, beeilen sagt sich so einfach. Aha, ist das Problem. Irgendein Schlauberger hat herumgespielt. Helft moi, ich muss die Übeltäter finden. Was hat. Na, Ofen. Na. Warte mal, Krog. Nein, verdammt. Oh no.
Nein, mein wunderhübsches Gemälde, es ist ruiniert. Sie können es auch mitnehmen. Es ist für mich ohne Bedeutung. Danke. Wie gesagt, das war ja ganz selber ein Gedanke. Auch, dass wir in der Küche irgendwas machen mussten. Jo, steck mal einen Scheiß. Jo. So, wie geht's jetzt weiter? Geht aber jetzt mal zum Hafen. Südalo, du hast ihr nicht zu suchen. Mach die Tür zu. Ja, falsche Tür. Mach dich einen Kopf kürzer. Ja, halt die Fresse, Mann. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ja, ja. Na. Ich meine, ich habe die Kamerasteuerung ja selber eingestellt, aber. Na, was denn jetzt? Komm doch hier. Du hast deinen Mausehase. Hör auf, die Alte anzubaggern dort. Jawohl. Ja, komm. Warte mal, läuft das Mausehase noch hier rum? Ja, da ist das Mausehase. Mausehase, komm mal her. Elaine? Liebling? Was ist denn, Häschen? Ich bin im Moment ziemlich beschäftigt. Was soll ich jetzt machen? Ja, dann suche ich jetzt nach... Versuche nicht getötet und oder verflucht zu werden, mein Hase. Oh. Wir können ja noch mal hier reingehen damit. Wir können uns auch erstmal speichern. Speichern wir jetzt hier auf die 39. Hier sind wir ja... Das haben wir jetzt nur gemacht in der Luabar. Der ehemaligen Scamber. Sie haben geläutet. Ah, Guybrush. Ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Wie kann ich dir helfen? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe in den Karten gelesen, dass du das sagen würdest. Wie kann ich Elaine helfen, damit sie wiedergewählt wird? Kommt darauf an. Was verstehst du von Politik? Absolut nichts. Dann kannst du die Wahlurne bestenfalls mit gefälschten Stimmzetteln füllen. Großartig. Nichts wie los. Aber wenn du erwischt wirst, hängt dich der Stadtrat von Mealy Island auf und stopft dich mit den Wahlzetteln aus. Als Fechtpuppe für Piraten. Haben Sie noch einen anderen Vorschlag? Es wäre vielleicht das Beste, wenn du dich von der Wahl fernhältst. Sie werden lachen, aber ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Sehr gut. Was bitte soll ich mit den Hochzeitsgeschenken machen? Wenn Großvater Marley die Wahrheit gesagt hat, sind Sie der Schlüssel zu... Ja, das ist schon klar. Das hilft mir. An deiner Stelle würde ich die Frau suchen, der diese Ohrringe... Ja, das haben wir ja schon. Im Moment brauche ich nichts von ihrem enigmatischen Voodoo. Wie du willst. Du weißt wo. Das ist ja die Galionsfigur. Wir geben dir mal alle Geschenke. Hey, Mauser. Guten Tag, Bürger. Ich bin Il. Ja, Mausehase, jetzt nicht. Hier runter. Ja. Speichern. Ja. Das war noch eins von den Geschenken, oder? Hier. Was willst du eigentlich von mir, du Sockenbügler? Ein Gemälde aus Mithooks blauer Periode. Sieht aus wie das gesamte Dreiinselreich. Oh, okay. So, Galionsfigur. Ja. Oh, soll ich dir vielleicht dieses große, schwere Gemälde abnehmen? Ja, wenn es dir nichts ausmacht. Weißt du, was mir besonders gut stehen würde? Dein Blut an meinen Händen.
eine Frage. Du weißt nicht zufällig etwas über die ultimative Beleidigung, oder? Ultimative Beleidigung kannst du haben, Blödmann. Das eventuell ja? Weißt du, wo sie ist? Woher zum Achterdeck soll ich das wissen? Nimm dich vor diesem Kerl in Acht. Er denkt, nur weil ich an einem Schiff hänge, kenne ich jede verdammte Insel der sieben Meere. Boah, was für ein Speigertlecker. Oh, seht mich an. Ich bin Guybrush Threepshot. Ich bin ein mächtig dämlicher Pirat. Interessant. Weißt du, wie sie aussieht? Bist du taub? Also nochmal zum Mitschreiben, du faulner Eimer Haiköder. Ich weiß nichts über deine dämliche Beleidigung. Sieh dich doch mal an. Läufst herum, als hättest du einen Bugspriet im Hey, was ist denn jetzt los? Mist, das sieht kompliziert aus. Hier spricht euer Kapitän. Alle Mann an Deck. Wir legen ab. Oh, großartig. Und wohin geht die Reise? Jambalaya Island. Die Heimat der ultimativen Beleidigung. Jambalaya Island? Was ist denn das für ein Name? Kennen Sie den Kurs, Mr. Käse? Ei, ei. Dann folgen Sie ihm auch. Elaine? Hast du nicht etwas vergessen? Ja, richtig. Den Abschiedskuss. Schätzchen, nein. Du hast vergessen, mir das Gouverneurssiegel zurückzugeben. Oh, ja, hier. Tja, dann suche ich jetzt nach der ultimativen Beleidigung. Versuche nicht getötet und oder verflucht zu werden, mein Hase. Was? Was? Komm, mein Mausehase, komm damit. Sprechende Affe! Was ein Undankbarer. Mr. Käse, wäre es nicht einfacher, den Taifun am Horizont zu umsegeln? Und was wäre daran lustig, Captain? Beim Klabautermann, das nenne ich eine steife Briefe. Lass die Krake von der nicht Kette! Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht! Oh, das Schiff macht das nicht mehr lange mit, Captain. Zu Hause ist es am schönsten, zu Hause ist es am schönsten. Das sollte doch nur eine Dreistandstour werden. Mann, das war eine schreckliche Reise. Kein lauer Regierungsjob rechtfertigt diesen ganzen Mist. Willkommen auf Jambalaya Island, der Heimat säbelrasselnder Piraten und gefährlicher Voodoo-Flüche. Und schäbiger Themenrestaurants. Und lästiger Touristen. Höre ich da Dudelsackmusik durch diese künstlichen Bäume? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist ein völlig normales Piratennest. Das fest in der Hand der Tourismusindustrie ist. Mann, Ossi hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Oh, ich brauch was zu trinken. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten reparieren. Ich bleibe hier und, bewache das Schiff. Er muss immer irgendwas reparieren. Ja. So, okay. Galionsfigur? Was denn? Ich dachte, du hättest noch nie von der ultimativen Beleidigung gehört. Nennst du mich etwa eine Lügnerin? Ich weiß nichts über deine unerhörten Beleidigungen. Verstanden? Aber von dir habe ich doch ein Bild der ultimativen Beleidigung. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aber dein Unterton gefällt mir nicht, du Sohn eines verschnupften Kobolds. Du weißt wirklich nicht, was die ultimative Beleidigung ist, nicht wahr? Ein Wunder! Er hat's endlich begriffen. Warte, hey, hier. Gemeinschaftsruderboot. Die Handelskammer von Jambalaya Island ist nicht für die Seetüchtigkeit des Gemeinschaftsruderboots verantwortlich. Kann ich mit dem Ding was machen? Kann ich das benutzen? Das hebe ich nicht auf. Oh, da oben. Ach so, hier kann ich... Klar. Da kann ich damit hier rüber zur anderen Insel. Oi! Ei! Hierher! Ich glaube, das war verkehrt, oder? Ja, was ist jetzt verkehrt? Ist ja fast wie Open World hier, oder? Mehr oder weniger. Sind Sie verrückt? Wollen Sie mich umbringen? Verrückt? Ich bin es nicht, der die Vorschriften und Gesetze des Nattin Atolls auf infame Weise verletzt. Hä? Wie lautet Ihr Name, Matrose? Guybrush Threepwood, Sir. Nun, Mr. Threepwood, was führt Sie zum Nattin Atoll?
Ich sehe mich nur um, Sir. Sehr gut, Mr. Threepwood. Bevor ich Ihnen die Weiterreise gestatte, haben Sie noch Fragen? Wer zum Teufel sind Sie? Mein Name ist Ricardo Luigi Pierre Mbenga Changnero Ohara Cassava, der Dritte. Aber Sie dürfen mich Admiral Cassava nennen. Wie kommt man an einen Namen wie Ricardo Luigi Pierre Mbenga Changnero Uhara Cassava, der Dritte? Die Familie der Cassava kämpft seit Generationen für die Einhaltung der Gesetze der See. Tja, und in diesem Job wird ständig geheiratet. Und ehe man sich's versieht, kann man sich schon nicht mehr an die hinteren Namen erinnern. Was machen Sie hier? Ich habe die Ehre, Ozymandrils kommerzielle Interessen auf Jambalaya Island zu verteidigen. Aus diesem Grund habe ich den Piratenabschaum von Jambalaya auf das Natin-Atoll verbannt. Dort bleiben sie, bis sie produktive Mitglieder der Gesellschaft geworden sind. Wieso schießen Sie mit Kanonenkugeln auf unschuldige Piraten? Mr. Threepwood, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nur zwei Sorten von Piraten gibt. Piraten, die blutrünstige Gewalttaten begehen und Piraten, die blutrünstige Gewalttaten planen. Wenn man Letzteren gestattet, sich über einen längeren Zeitraum zusammenzurotten und auszutauschen, verwandeln sie sich in Erstere. Wie war das im Mittelteil? Tja, und wie viele der Piraten von Natin durften schon auf Jambalaya Island zurück? Oh, nur eine Handvoll. Wissen Sie, es ist verdammt schwer, mehr als einen Seeräuber gleichzeitig zu resozialisieren. Aber zum Glück hat Mr. Mandrill einen genialen Plan, wie er alle Halunken gleichzeitig umerziehen kann. Tja, ich muss dann mal was erledigen. Guter Mann! Vergessen Sie nicht, ich beobachte Sie. Sie sind auf den Strand gerichtet. Das heißt, ich komme hier gar nicht rüber zu der anderen Insel. Oder? Wir gehen mal hier ran. Geht das? Oder muss ich unbedingt oben an die Anlegestelle? Ne, ich kann ja auch hier raus. Ja. Kann ich hier lang? Jo. Ich will aber erstmal hier hin. Lass mal alles angucken. Stains. Ach, hier wieder der Bootsverkäufer aus dem ersten Teil, Sackverkäufer aus dem zweiten und dritten Teil. Du sollst. Ach, verdammt nochmal! Also ja, Planet Threepwood, was? Achso, da ist ja das Skelettkopf. Da ist natürlich das Boot weg. Aber was gibt's hier? Kanuverleih. Das hebe ich nicht auf. Kann ich hier so ein Paddel nehmen hier? Hi Otis! Was? Wo ist Carla? Auf Landurlaub. Ich bin sicher, dass die Alte stinkbesoffen ist. Das wäre ich jetzt auch gerne. Carla ist betrunken. Schön für sie. Das wäre ich jetzt auch gerne. Soll ich dir was aus der Stadt mitbringen? Ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, was ich aus einer Stadt brauchen könnte, die so sauber ist. Wie wär's mit einem halb entkoffeinierten, halb dreifach koffeinierten Cappuccino-Milchkaffee von Starbuccaneers? Nein, danke. Ich trinke grundsätzlich nichts, das einen längeren Namen hat als ich. Wie wär's mit einem Grog, Otis? Mann, geniale Idee. Was hältst du von einem frisch gebrannten Brombeergrog aus der Mikrogroggerie? Ich traue diesen Mikrogroggeries nicht. Warum nicht? Ich habe noch keinen Piraten gesehen, der nach einem Mikrogrog blind wurde. Und das soll ein Grog sein? Gutes Argument.
Wie wär's mit einigen echten Souvenirs aus dem Planet Threepwood? Danke. Ich sehe dich schon oft genug. Weißt du, okay. Mir fällt nichts anderes ein, womit ich dir eine Freude machen könnte. Mhm. Du hast dir noch keine sinnvollen Gedanken über die ultimative Beleidigung gemacht, oder? Machst du Witze? Ich bin die personifizierte ultimative Beleidigung. Mhm. Bringst du dich dieses eine Mal bitte nicht in Schwierigkeiten? Was sollte es in den Docks für Schwierigkeiten geben? Ich will gar nicht dran denken. Übrigens, ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt in diese Stadt will. Diese Insel geht mir höllisch auf den Zeiger. Lass dich nicht stören. Das hatte ich vor. So, betrachte, was... Kanuverleih. Ich habe kein Geld, um ein Kanu zu leihen. Naja, nein. Was ist hier? Tennisplatz. Was? Volleyballplatz. Na. Echte Piraten spielen nie Volleyball. Natürlich können sie wegen der Haken und der Augenklappen die meisten Sportarten nicht ausüben, bei denen es um aufgepumpte Bälle und präzise dreidimensionale Wahrnehmung geht. Echte Piraten spielen nie Volleyball. Ja, ja, ist gut. Hab's ja verstanden. Dann gehen wir mal hinten rum. Aber hier geht's anscheinend nicht weiter, oder? Nö. Gab's hier bei den Bäumen irgendwas? Nö. Was haben wir jetzt eigentlich noch einstecken hier? Wir kriegen also immer das mit, was wir hier irgendwo brauchen. So, wir gehen erstmal hier rein. Ins Planet Threepwood natürlich. Drittens. Murray? Murray, der Schädel des Schreckens? Guybrush? Guybrush, der sterbliche Pirat? Mann, die Welt ist wirklich verdammt klein. Wie ist dir die Flucht von Monkey Island gelungen? Ich habe dich das letzte Mal in einem Regal in LeChucks dämonischem Vergnügungspark gesehen. Ah, das ist eine furchterregende und schreckliche Geschichte. Nichts für schwache Nerven. Oh, natürlich. Es begann vor einigen Monaten. Ich saß wie immer auf meinem Regal und arbeitete an meinen Plänen, die Welt zu unterwerfen. Plötzlich flog der Vergnügungspark in die Luft und wurde von einem dämonischen Höllenfeuer vernichtet. Es waren diese gasgefüllten LeChuck-Luftballons, nicht wahr? Ich wusste, sie würden eines Tages Ärger machen. Nein, es war LeChuck. Offensichtlich hat sein brennender Bart das Eis seiner kalten Gruft geschmolzen. So kam er frei. Ich hätte ihn rasieren sollen, bevor ich ging. Aber was hat die Explosion und das dämonische Höllenfeuer ausgelöst? Oh, er wollte nur etwas Dampf ablassen. Dampf, verstehst du? ich fand ihn jetzt gut. Und nachdem LeChuck entkommen war, wie bist du hierher gekommen? Nach seiner Flucht zerstörte LeChuck seinen Vergnügungspark in einem dämonischen Wutanfall. Obwohl ich persönlich glaube, dass ihm die ganze Sache einfach höllisch peinlich war. Mal ehrlich, kennst du noch ein dämonisch böses Komplott mit Achterbahnen und Zuckerwatte? So viel zur Einleitung. Wie bist du hierher gekommen? Ja, richtig. Eine der Explosionen schleuderte mich aufs Meer hinaus. Ironischerweise landete ich auf den Überresten einer dämonischen Dartscheibe. Nach Wochen auf See wurde ich an den Strand dieser herrlich bösen Insel gespült. Hier gab mir Ozymandril, übrigens ein Mann mit einer höllisch schwarzen Seele, einen Job in diesem feinen Restaurant. Ah. Und was ist an dieser Geschichte so furchterregend schrecklich? Und was ist an dieser Geschichte nun furchterregend und schrecklich? Machst du Witze? In der Geschichte kommen LeChuck, Ozzy und du selbst vor. Ist das nicht schrecklich genug? Guter Punkt. Was machst du hier? Sieht man das nicht? Ich bin hier im Planet Threepwood Begrüßer, Einpeitscher und Rausschmeißer in einer Person. Willkommen im einzigartigen, familienfreundlichen und schrecklichen Speiselokal mit piratischem Ambiente. Murray! Ist ja gut. Das Schrecklich war meine Idee.
So. Na, warte jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein guter Rausschmeißer bist. Warum nicht? Nun, du hast keine Arme. Das Böse braucht keine Arme. Pass auf. Hey, du da, mit dem Gesicht. Wer, ich? Ja, du. Ich will, dass du verschwindest. Sofort! Oh, aber ich bin nicht... Willst du meine Faust spüren, Sterblicher? Welche Faust? Verkauf mich nicht für Dummfleischklops. Raus, raus, raus! Beeindruckend. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ihr viele Stammkunden habt. Und? Ja. Wie gefällt dir der Job? Ehrlich gesagt sehne ich mich nach der Zeit zurück, als ich nur Begrüßer war. Damals hatte ich reichlich Zeit, an meinen bösen Träumen zu arbeiten. Aber nachdem Floppo der Affe weggelaufen war, brauchten sie dringend einen neuen Rausschmeißer. Tja, und ich dringend Geld. Mary, wozu brauchst du Geld? Um meine diabolischen Pläne zu finanzieren. Spatzenhirn, hast du auch nur die leiseste Ahnung, was es heutzutage kostet, eine Flotte mit skandinavischen Barbaren anzuheuern? Ja. Ich muss jetzt gehen. Komm wieder vorbei, wenn du Lust... Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich speichere jetzt einfach mal ab hier. Kleiner Cliffhanger. Und damit... wünsche ich euch einen guten Heimweg. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und damit Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.